Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich bin hier im Flammenkamm der brennenden Steppe und wir haben Aufgaben. Und zwar nehmen wir uns für heute vor, diese Brutling-Essenzen zu sammeln. Dann nehme ich mal hier hinten noch diese eine Quest an. Und wir suchen Shani. Das ist das Ziel für heute. Ich reite mal los und biege hier von links ab und suche die kleinen Drachen, die da umherflattern. In der Hoffnung, dass wir die ruckzuck finden werden. Zuallererst sehe ich Erz. Dunkeleisen. Das nehme ich mit. Und da drüben ist noch Thorium. Nehme ich auch mit. Und wir brauchen noch genau einen Punkt, um auf die Maximalstufe zu kommen beim Erzabbau. Also zumindest auf die Classic-Maximalstufe. Das geht ja dann mit Burning Crusade bis zu 375 hoch. Und da haben wir die 300 geschafft. Ich blicke gerade, wenn ich einmal hier bin, ob ich zuerst die Shani suche. Weil, warum nicht? Ja, komm, wir gehen direkt mal hier rein. Schießen die paar Ogre ab. Vielleicht haben die auch ein paar Stoffe dabei. Ich habe jetzt schon ewig keine Stoffe mehr gesammelt. Dementsprechend konnte ich auch meine Schneiderkunst nicht weiter leveln. Denn im Unguru-Krater gibt es schlichtweg keine Stoffe. Da gibt es nur Tiere und Dinos. Die tragen keine Kittel. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, wo ich hier überhaupt hin muss. Ich weiß, dieser Berg hat mehrere Höhlen und mehrere Eingänge. Und davon ist einer, weiß aber nicht, ob das der richtige ist. Ich schaue nach diesem Oger hier mal auf die Karte. Vielleicht erkenne ich da etwas. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier unten rein müssen und dann wartet da schon Shani auf uns. Ich mache das mal. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das Level dieser Ogre so niedrig ist. Die geben halt keine Erfahrungspunkte mehr. Was jetzt nicht so schlimm ist. Denn wir haben ja Zeit. Dennoch hätte ich damit gerechnet, dass die höher sind vom Level. Da oben ist noch Dunkeleisen. Ich ignoriere das mal gekonnt. Ich will in die Höhle rein. Ich habe eine geröstete Wachtel gefunden. Eine geröstete Wachtel. Sehr lecker. Ich frage mich natürlich, warum so ein riesengroßer Oger so eine geröstete Wachtel dabei hat. Der wird da nicht satt davon. Aber vielleicht ist das nur ein kleiner Snack, so wie wir uns ein Bonbon reinwerfen. Wenn wir einfach nur Bock auf irgendeinen Geschmack haben. So könnten die das mit den Wachteln handhaben. Ich hoffe, ich muss wirklich hier rein. Im dümmsten Fall töte ich hier die Oger unnötig. Also was heißt unnötig? Also ich habe ja schon jetzt ein bisschen Stoff gefunden. Drei Stück. Also ganz so unnötig ist es dann doch nicht. Was hat er denn hier gezaubert? Schnell weg hier. Aha, anscheinend bin ich hier richtig. Da drüben, wo das Thorium-Vorkommen ist, habe ich das Gefühl, dass wir da auch die Shani finden werden. Und da kommt direkt auf mich zu.
Ich muss tatsächlich sagen, Ogre abzuschießen ist so ziemlich das Angenehmste, was es gibt. Also im Vergleich zu anderen Gegnertypen. Denn die halten nicht viel aus, die machen jetzt auch nicht so viel Schaden und die haben immer gut was dabei. Sei es Stoff oder auch an Silber, das ist auch ordentlich. So, da ist das Erz und hier ist aber keine Shani. Das heißt, wir sind hier in der falschen Höhle. Ganz großes Kino. Gehe ich mal wieder raus hier. Tut mir leid um die vielen Ogre, die dafür sterben mussten. Ich will hier hoch. Ich bin zu klein. Ja, meine Güte, jetzt. Okay, das heißt, wir müssen offensichtlich nach oben. Wir müssen nach oben. Folgen wir mal diesem Pfad hier. Oh, ich bin ja nicht allein. Da liegt ein toter Ogre. Und hier ist noch einer. Ein Pfad der Zerstörung. Hier ist doch irgendwo. Direkt vor mir. Da ist was. Komme ich jetzt wieder hier rüber, ohne abzustürzen? Ja. So, Shani, hier liegt sie doch. Oh, die Arme. Die Überreste sind mit Fliegen und Maden übersät. Wiechse. Und hier ist der Geist von Shani. Mein armer Taltrak, wir hatten vor, zu meinen Eltern ins Hinterland zu ziehen, sobald unsere Dienstzeit abgeleistet war. Jetzt sind unsere Pläne ruiniert. Herrje, sie wurde von den Ogern geopfert. Meine ganze Gruppe wurde gefangen genommen, Bierkasten. Alle wurden getötet, alle außer mir. Ihr Anführer Kromgrul wollte mich für irgendein Ritual aufsparen. Ich wurde von dem Biest an diesen Altar gekettet und brutal misshandelt. Mein körperliches Sein gab nach einer Stunde dieser Folter auf. Die Bestie riss mir dann meinen ehenahesten Ring aus dem Gesicht und steckte ihn an seinen Finger. Noch niemals habe ich solch eine Roheit gesehen. Findet Kromgrul und erledigt ihn, bringt meinen Ring zurück zu Taltrak. Und Bierkasten sagt ihm, dass wir uns wiedersehen werden. In einem anderen Leben. Mögen die Vorfahren. Ja, die Arme. Tja, muss ich jetzt da runter? Muss ich hier... Hier rein wahrscheinlich nicht. Ich weiß wieder nicht, welche Höhle ich nehmen soll. Die da hinten oder die hier vorne? Ich kann mir vorstellen, dass es die da hinten ist. Ich gehe mal dahin. Irgendwie hier runter. Dann hier wieder hoch. Genau, und da in die Höhle rein. Also ich gehe einfach davon aus, dass wir bis zum Ende der Höhle müssen. Und da wäre der andere Eingang... Ja, es hätte nicht ganz gepasst mit der Markierung auf der Karte. Also vielleicht liege ich noch komplett falsch. Kann auch sein. Aber ich dachte, wir müssen eher hier rein. Das sieht gut aus. So, wenn ich mir so die Markierung da auf der Minimap anschaue. Wenn ich noch ein paar Meter nach vorne gehe, weiß ich es dann mit Sicherheit, ob ich hier richtig bin.
Upsala, nicht zurückschmeißen. Das ist ganz schön verwinkelt hier. Muss ich hier entlang? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe einfach mal hier entlang. Gegen zwei will ich nicht kämpfen. Das sieht gut aus. Oh. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von hinten. Ah, sehr gut, der tritt ab. So, nach diesem brauche ich unbedingt wieder Mana. Okay, weiter geht es. Da sind wieder zwei. Bin mal gespannt, ob die mich jetzt beide angreifen werden. Ja. Ich glaube aber, ich laufe hier richtig. Oder auch nicht. Der müsste hier sein. Aber hier ist er nicht. Bin ich doch in der falschen Höhle? Das war blöd. Jetzt kämpfe ich hier wieder gegen beide. Und da geht mir wieder das Mana aus. Oh, da ist er doch. Ach nein, da ist er nicht. Da ist ein seltener. Hakzor, okay. Das ist keine Elite, nur selten. Mit etwas mehr HP. Schießen wir ihn ab. Jetzt aber mal was trinken. Und ich bin mir mittlerweile recht sicher, dass ich hier in der falschen Höhle bin. Verdammt. Ganz toll.
Hat er mich hier runtergestoßen? Ich bin außer Reichweite. Wo ist er denn? Das ist jetzt blöd. Wie komme ich denn hier runter am besten? Ah, ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht doch hier ist. Wenn ich davon links abbiege. Da ist zumindest eine kleine Höhle. Oh, oh. Wo kam denn der plötzlich hinter mir her? Ich kann das noch nicht. Kopf, hallo. Tja, die kleine Höhle ist viel zu klein. Dann schnappe ich mir das Thorium und verschwinde hier wieder. Nee, da muss ich offensichtlich doch in die andere Höhle. Die Höhle, in der ich ganz am Anfang war. Ah, ist das ärgerlich. Der hat meinen Feuerball widerstanden. Gemein. Komm jetzt mal um hier. Greifen mich jetzt wieder beide an. Das kann durchaus passieren. Ja. Gut, dass der. Ach, hier ist doch Krombol. Was macht denn der da drüben? Du bist ja komplett falsch. Dann kann ich ja lange suchen. Da habe ich den Nasenring. Sehr schön. Erste Quest abgeschlossen. Wo muss ich das abgeben? Hier oben in Kargat, okay. Ich habe aber auch ein Pech mit diesen Feuerbällen. Jedes Mal, wenn der landet, steht da noch ein zweiter. Aus der Deckung. So, dann müsste ich auch gleich wieder beim Ausgang sein. Er lebt ja noch. Jetzt fällt er um. Okay. Das ist zu weit entfernt. Hm.
Okay. Dann verschwinden wir mal ganz schnell aus dieser Höhle. Riecht auch ganz komisch hier drin. Ich will hier raus. Sehr schön. Damit hätten wir das geschafft. Da oben ist da oben ist ein kleines Torium. Ach komm, ich lasse das mal. Ich will sie einfach weiterziehen. Und diese Drachen töten. Diese kleinen Drachenwelpen. Okay, diese da nicht. Beziehungsweise, wenn ich jetzt einmal hier bin, kann ich auch dahinter erstmal schnell diese Quest annehmen. Die hier habe ich ja gar keinen Bock. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganz viele Feuerresistenzen haben. Da ist einer. Ich muss näher ran. Zu weit weg. Na gut. Oh, aber nicht umfallen. Das ist zu weit entfernt. Nein! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Verdammt. Ach. Eine Kostprobe der Flamme. Der Clan ist sich eurer Arbeit in der sengenden Schlucht bewusst. Zeigt sie mir, Blutelfe, die abgestreifte Drachenhaut, Dummkopf. Zeigt die abgestreifte Flammenhaut. Die habe ich doch hier. Genau. Beweis erbracht, abgeschlossen. Genau. Diesen Gegenstand hatten wir damals in der sengenden Schlucht bekommen. Das war am Ende dieser einer recht langen Questreihe, als sich da der NPC plötzlich in einen Drachen verwandelt hatte und weggeflattert ist. Da hat er diese Haut liegen lassen. So. Zeus untersucht die Drachenhaut. Damit beweist ihr, dass ihr nicht völlig nutzlos seid, sterbliche Wesen. Okay. Ich möchte die sengenden Flammen des Feuerbergs schmecken. Oh. Ist das ein... Ich muss in die Schwarzfelstiefen. Nö, dann machen wir das nicht. Und suchen jetzt noch fix diese kleinen Drachentierchen. Ich weiß, dass hier drüben immer recht viele sind. Also da hatte ich zuletzt immer diese kleinen Drachen abgeschossen. Komm mal her, hier. Ich bin außer Reichweite. Ist doch nervig, dass ich so nah ran muss. Ich muss nach. Nah ran. Dass er auch noch wegfliegt. Okay, da hätte ich den zweiten. Hier sind wieder diese Wesen, die ich nicht abschießen möchte, aber ich möchte unbedingt dieses Mithril da drücken. Oh, was flattert denn hier? Ein Schwarzdrache.
Ich glaube, zu Klassikzeiten waren das auch mal Elite-Gegner. Zumindest diese großen Drachen. Und bei diesen kleineren hier, ich glaube, die waren auch Elite. Bin mir da nicht ganz sicher, aber die großen waren definitiv waren das Elite-Gegner. Ich sehe hier aber keinen kleinen Drachenwelpling. Gar nichts. Das ist noch so ein großer. Oh, hier ist einer. Komm mal hier. Komm, put, put, put. Dieser dämliche. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Er wird ihn jetzt. Na klar. Eieieiei. Ich befürchte, ich muss gleich einen Heiltrank einwerfen. Lass mich in Ruhe. Na, es geht doch ohne Heiltrank. Widerstanden? Oh, geht doch nicht. Ja, schade um den Heiltrank, aber ging nicht anders. Kommt schon wieder so ein großer. Lass mich erstmal hier schnell dieses Dingens einsammeln. Flieg mal langsamer, flieg langsamer. Großer Drachen. Dann schießen wir jenen ab, damit ich da an diesen Drachen rankomme. Kann ich eigentlich... Ich will mal was testen. Wenn ich von hier auf ihn drauf schieße... Dann zaubert der ja. Und dann unterbreche ich ihn. Ja, dann kommt er zu mir. Ich bin außer Reichweite. Das ist blöd. Jetzt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das Dumme mit diesem Gerät hier ist halt, dass die mich sofort angreifen, sobald ich die Drachen gesappt habe. Und dann kann ich da halt nicht mehr aus weiter Entfernung drauf schießen. Wenn ich aber erst schieße, dann bin ich entweder zu weit weg, um dann das Gerät zu benutzen, oder die schießen auf mich drauf und unterbrechen ständig diesen Kanalisierungseffekt. Es ist ein bisschen unangenehm als Fernkämpfer. Oder als zaubernde Klasse allgemein. Ich glaube, Hexenmeister und Priester werden das gleiche Problem haben. Fünf von acht. Eine Kiste. Ah, ich lasse sie mal in Ruhe. Aber das Echtsilber hole ich mir. Ach, hier sind ja wieder die Ogre. Na gut. Da komme ich schon wieder Panik, wenn ich ihn da sehe. Ich hatte übrigens mal gegoogelt, es ist tatsächlich so, dass das richtig unangenehme Gegner sind und alle Caster-Klassen haben Probleme damit. Weil die
sämtliche Zauber immer wieder reflektieren. Und dann sich der Ruckzuck selbst abschießt. Also ich habe mich nicht zu blöd angestellt, sondern die sind so unangenehm. Von 8, okay, gleich geschafft. Das ist zu weit entfernt. Ich mache halt mitunter echt wenig Schaden an diesen kleinen Biestern, weil die auch Feuerresistenzen haben. 7 von 8 nach einer. Oh, nee, du bist der Falsche. Du bist zu groß. Funktioniert mit dir nicht. Hier vorbei. Ja. Da ist einer. Sehr schön. Dann hätten wir das auch abgeschlossen. Dann gebe ich mal noch schnell die Quests ab. So, Tinky Kesseldamm. Ja, du wolltest diese Essenzen. Habt ihr die Brutlingsessenzen? Ich kann es kaum erwarten, sie zu studieren. Und ganz abgesehen davon ist mein Kunde nicht gerade jemand, den man gern enttäuscht. Es hat geklappt, ihr habt die Essenz. Gut gemacht, Bierkasten, gut gemacht. Diese Essenz wird für meine Forschungen von unschätzbarem Wert sein. Ich hoffe, dass ich eines Tages herausfinden werde, wie ich lebende Großdrachenwelpen einfangen oder mir zumindest ihre Eier beschaffen kann. Wenn mir dies gelänge, dann würden mich alle Drachenforscher auf der ganzen Welt beneiden. Mein Auftraggeber wäre auch zufrieden und wie ich schon sagte, ist er jemand, den man besser zufriedenstellen sollte. Ich habe noch eine weitere kleine Bitte an euch. Meine anfänglichen Studien bezüglich der Essenz, die ihr gesammelt habt, haben ergeben, dass es wohl möglich ist, die Eier der Großdrachenwelpen einzufrieren und so zu konservieren. Ich möchte diese Theorie überprüfen. Aber zuerst benötige ich speziell angefertigte Komponenten der Ingenieurskunst. Mein Kollege Feinock Stahlfeder kann sie herstellen. Hier bringt Feinock diesen Brief, darin steht, was ich benötige. Ihr findet ihn in Winterquell. Schön, dass ich helfen konnte. Gut, nehme ich an, aber bringt mir erstmal nichts. Denn Winterquell dauert noch. So, wir flattern mal schnell darüber. Und geben diesen Ehe-Nasenring ab. Sehr schön. Schnell mal hier rüber gerannt. Wo war er denn? Das war da hier eine Gruppe von NPCs. Wo sind sie denn hin? Also ich weiß, dass sie ja manchmal hier entlang laufen, aber ich weiß halt nicht wohin. So, sieht man hier auf der Karte hin und her. Okay. Wir sind keine. Ach, hier sind sie. Aha. Dummerweise kann ich hier mit niemandem reden. Zu wem soll ich? Wozu? Taltrak. Ja, von ist er doch. Ganz sprich mit mir.
Wie geht's denn so, Mann? Ich glaube, wir müssen jetzt warten, bis er wieder davon angekommen ist. Tja, und nun? Stehen Sie hier in einer Reihe? Gut gemacht, Soldaten, rührt euch. Jetzt kann ich mit ihm reden. Hallo, Mann. Habt ihr Shani gefunden? Geht es ihr gut? Tja, ich habe schlechte Nachrichten für dich, mein Guter. Taltrak bricht zusammen. Wir wollten ins Hinterland ziehen. Hat sie euch das schon erzählt? Ja, hat sie. Das sollte ihre letzte Mission sein. Taltrak schluchzt. Ich will ihn nicht, Bierkasten. Behalte ihn, werft ihn weg. Es ist mir egal. Der Ring hat keine Bedeutung mehr für mich. Nicht ohne sie. 10 Ausdauer, 6 Willenskraft. Tja, mir bringt er auch nichts. Auf dann! Tut mir jetzt leid für diesen Taltrak. Tja, so ist das manchmal, wenn man hier als Troll umherstreift und sich mit Ogern anlegt. Gut, dann schauen wir nochmal hier runter. Ich glaube, ich habe keine Quests mehr, die ich machen könnte, ohne in einen Dungeon zu müssen. Ne, hier ist nichts. Da ist gar nichts. Und auch hier kann ich nichts annehmen, oder? Das sind auch alles Dungeon-Quests. Dungeon-Schlachtzug. Ne. Das heißt, wir sind vorerst fertig mit der brennenden Steppe. Das ging jetzt bedeutend schneller, als ich gedacht hätte. Wo geht's denn als nächstes hin? Westliche Pestländer? Oder Winterquell? Nein, Winterquell ist höher. Das heißt, wir gehen in die westlichen Pestländer. Genau, Silithus ist noch höher. Ja. Die westlichen Pestländer sind es. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsgebiete. Also ich mag sie einfach. Und ja, genau, westliche Pestländer, dann östliche Pestländer, danach Winterquell, dann Silithus. Das ist der Plan für diese alte Welt hier. Ja, ich werde jetzt hier nach dieser Episode erstmal sämtliche Quests einsammeln, die mich in die westlichen Pestländer schicken. Da läuft in so ziemlich jeder großen Stadt, läuft da jemand rum und sagt, geh mal bitte dahin und guck mal, was da los ist. Sammle ich ein und in der nächsten Episode starten wir wahrscheinlich in Unterstadt und reiten dann darüber. So machen wir das. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.